wählen zu können, ist ein Privileg. Dieses Privileg habe ich mir nicht erkämpfen müssen, ich habe es geschenkt bekommen. Und vieles, was man geschenkt bekommt, was selbstverständlich ist, hat keinen Stellenwert, verliert an Wert. Letztendlich sind wir der Souverän. Ja, und wir leihen unser Privileg, wir stellen es quasi zur Verfügung für die Legislaturperiode den Menschen, von denen wir erwarten, dass sie verantwortungsvoll damit umgehen. Das ist also praktisch ein Leihen dieses Privilegs auf Zeit. Da ist natürlich wichtig, dass das möglichst viele Menschen machen, damit wir auch eine hohe Legitimierung durch die Menschen im Parlament auch wiedersehen. Was wir uns von der Politik erwarten, ist, Lösungsräume zu schaffen. Keine konkreten Vorgaben, du hast es in dieser Art und Weise umzusetzen, sondern Lösungsräume geben. Die Unternehmen sind so individuell, dass wir aus dem Lösungsraum uns die passenden Dinge nehmen können. Wir haben hier über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Keine Lösung passt auf jeden exakt. Wir brauchen Lösungsräume und die stellen wir als Unternehmen zur Verfügung. Und das machen wir dann und wenden wir maßgeschneidert für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an. Das wünsche ich mir auch von der Politik. Die Dinge als Ganzes anzugehen, das wäre für mich mal ein Ansatz. Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Gesellschaft und sozialer Gerechtigkeit, Vielfalt und Toleranz und vieles, vieles mehr. Und nicht zuletzt Mensch und Erde. Wir als Wirtschaft wollen und werden unseren Beitrag dazu leisten.